Das sind einige unserer Themen heute. Spender an und kochen bei der Regenbogen-Kinderhilfe. Seelenbretter auf dem Pirmasenser Waldfriedhof. Fazit des Festivals Euroclassic 2019 und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Die Regenbogen-Kinderhilfe in Pirmasens besteht seit nunmehr 26 Jahren. Im Herbst 2019 wurde sie nun von einer Spende überrascht. Der aus Pirmasens stammende Küchenmeister Simon Engelberger hat die Hälfte seines Preisgeldes aus einer Kochsendung zurück in die Stadt gebracht. Außerdem kochte er noch gemeinsam mit den Kindern. Das haben wir uns nicht entgehen lassen. Die Vorsitzenden der Regenbogen-Kinderhilfe Gerhard Gundlach und Anneliese Rether hatten schon 2500 Euro überwiesen bekommen, ohne genau zu wissen, von wem und wieso. Erst als der Koch und staatlich geprüfte Gastronom Simon Engelberger die Auflösung lieferte, war die Erleichterung groß, dass es sich um kein Missverständnis handelte. Jener hatte im Herbst in der Vox-Sendung das perfekte Dinner teilgenommen und sich entschlossen, sein Preisgeld guten Zwecken zukommen zu lassen. Also der Gedanke war einfach, ich wollte es in meine Heimatstadt zurückgeben auf jeden Fall. Das war mir wichtig. Dann habe ich so geschaut, was für Organisationen es gibt und habe mir das dann durchgelesen, was sie machen und habe halt gelesen, dass montags hier immer gekocht wird. Und da lag es dann irgendwie nahe, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, dass man mit Kindern kocht, dass die der Bezug zur Nahrung, also so Lebensmittel, die Herstellung und das alles, dass die ein bisschen Bezug dafür bekommen. Das finde ich persönlich sehr wichtig und deswegen habe ich mich für den Verein entschieden. Entsprechend groß war die Freude in der Erlenbrunner Straße, wo man seit 2007 Kinder betreut und jede Spende willkommen ist. Mit den 2500 Euro wird die Kinderhilfe einen Aufenthalt in der Jugendherberge in Heidelberg im kommenden Jahr finanzieren. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und da muss ich sagen, Simon, Respekt vor ihm. Und dass er dann auch jetzt uns ausgesucht hat und Mama und Papa hat Krebs. Also das muss ich sagen, das tun wir sehr, sehr hoch als bewerten, weil er auch sagt, er tut die Arbeit von uns, wie wir es machen und was wir machen, schätzt er sehr. Und das ist dann für uns wiederum eine Bestätigung dessen, was wir machen und was wir anbieten mit den Kindern und für die Kinder. Bei der Gelegenheit ließ es sich Simon Engelberger, der in Wiesbaden als Küchenmeister arbeitet, nicht nehmen, mit den Kindern zusammen zu kochen. Auf der Speisekarte stand an diesem Montag Pizza. Hier ging es ihm vor allem auch darum zu zeigen, dass man einen Pizzateig leicht selbst machen kann und nicht alles verpackt kaufen muss. Die Kinder hatten sichtlich Spaß dabei, selbst ihre Zutaten zu schneiden, den Teig auszurollen und letztlich auf die Pizza zu packen, was sie am liebsten mögen. Die Regenbogen-Kinderhilfe besteht bereits seit 1993. In den Anfangszeiten fuhren Gundlach und Rether noch selbst zu den Kindern, bis 2007 endlich das geräumige Domizil in der Erlenbrunner Straße eröffnet werden konnte. Heute ist es einfacher für uns. Heute holen wir die Kinder da her. Hier bekommen sie Essen, Trinken, können spielen, Nachhilfe, Musikunterricht, kreativ. Also hier können sie sich ausleben, hier können sie sich austoben und wir versuchen natürlich nach Möglichkeit die Entwicklung der Kinder ein bisschen voranzutreiben. Zwischen 15 und 25 Kinder sind am Tag zu Besuch. Als nächstes steht nun die Weihnachtszeit an, zu der die Kinder Wunschzettel ausfüllen dürfen, die sie dann hoffentlich von Spendern erfüllt bekommen. Ein Memento Mori an die Lebenden sein. Das ist der Zweck der auf dem Pirmasenser Waldfriedhof aufgestellten Seelenbretter. Diese Bretter, die in der Frühzeit zur Aufbewahrung und Beerdigung der Verstorbenen verwendet, wurden von Schülerinnen und Schülern des Immanuel-Kant-Gymnasiums neu interpretiert, verziert und begleiten nun die Besucher auf ihrem Weg über den Friedhof. Thank you.
Seit Schuljahresbeginn haben sich die angehenden Abiturienten des Immanuel-Kant-Gymnasiums im Religionsunterricht mit dem Thema Tod und Auferstehung beschäftigt. Ein Schwerpunkt bildet dabei auch die regionale Sepulkralkultur. Im Rahmen eines Workshops haben die Schülerinnen und Schüler sogenannte Seelenbretter gestaltet, unter der Anleitung der aus dem oberbayerischen Schwabruck stammenden Künstlerin Bali Tollack. Auf solchen Holzbrettern wurde einst der Leichnam der Verstorbenen zum Friedhof getragen und danach, mit guten Wünschen und trostspendenden Worten verziert, am Wegesrand aufgestellt. Viele der Schüler hätten zum Thema Tod keinen richtigen Bezug, so Isabel Faul, Studienrätin und Religionslehrerin am Immanuel-Kant-Gymnasium. Durch die Aktion sollten sich die Schüler mit diesem sensiblen und gesellschaftlich wichtigen Thema auseinandersetzen und auch andere zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, dass diese Seelenbretter, die ja auf der einen Seite was sehr Individuelles der Schüler sind, es um ihre persönliche Bedeutung oder ihren persönlichen Sinn, wovon sie denken, das ist das, was für mich wichtig ist, was von mir bleibt, geht. Auf der anderen Seite können die, denke ich, auch für die Vorübergehenden ein Impuls sein, den sie mitnehmen können, wenn sie sich vielleicht gerade in einer schwierigen Phase selbst befinden. In einer Trauerphase, wo vielleicht das ein oder andere Wort, das man sieht, als Impuls doch etwas bewirken kann. Verziert mit Sprüchen von Philosophen, Künstlern und Bibelzitaten schmücken die Bretter nun den Mittelgang des Waldfriedhofs, gut lesbar für alle, die über den Tag hinweg den Friedhof besuchen. Zeit und Lebenszeit spielen hierbei eine große Rolle. Die Seelenbretter haben ja die Funktion, ein Memento Mori zu sein, also gedenke Mensch, dass du sterblich bist. Aber ich wollte das jetzt nicht nur auf das Thema Tod eingeengt sehen, sondern die eigene Sterblichkeit hat ja zur Konsequenz, dass ich mir Gedanken mache über meinen Sinn, wie ich Zeit nutzen kann. Wir haben hier vorne beispielsweise haben wir ein Zitat aus einem Gedicht von Martin Opitz, lass uns eilen, wir haben Zeit. Ja, also auf der einen Seite, lass uns eilen, unsere Zeit ist endlich, wir haben Zeit, jetzt ist Gelegenheit. Nutze jetzt die Gelegenheit, das umzusetzen, was dir wichtig ist. Seit letztem Jahr sei das Projekt in Planung, das in Kooperation mit dem Garten- und Friedhofsamt unter der Leitung von André Jankwitz entstanden ist. Auch der Musikleistungskurs des Immanuel-Kant-Gymnasiums unter der Leitung von Volker Christ war anwesend, um das Ganze musikalisch zu untermalen. Bis auf Weiteres verbleiben die Bretter nun auf dem Waldfriedhof, wo sie die Besucher für einen kurzen Moment zum Innehalten bringen sollen. Die Christian-Müller-Straße in Gersbach wurde wieder für den Verkehr freigegeben. Nach 7 Monaten Bauzeit kann sie nun wieder genutzt werden. Dies ist bereits die 106. Ausbaumaßnahme, die über die solidarische Umlagefinanzierung modernisiert worden ist. Wir waren bei der Freigabe dabei. Zusammen mit den Vertretern der Baufirmen und den Anwohnern sowie Bürgermeister Michael Maas wurde die Christian-Müller-Straße in Gersbach freigegeben. Dort wurden Maßnahmen wie die Erneuerung der Fahrbahn, der Gehwege, der Beleuchtung und die Entwässerung durchgeführt. Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Straßen- und Kanalbaumaßnahmen liegt bei rund 875.000 Euro. Wir hatten begonnen mit dem Kanalbau, mit dem Abwasserkanal aus den 60er Jahren. Hier haben wir ein Trennsystem, das heißt, wir haben einen Regenwasserkanal und wir haben einen Schmutzwasserkanal aus Beton, der in die Jahre gekommen ist, der entsprechend korrodiert ist, in einem schlechten Zustand war. Wir haben den im Vorfeld mit einer Kamera befahren, uns die Schäden angeschaut und dann entschieden, den können wir noch durch eine geschlossene Bauweise mit einem sogenannten Inliner-Verfahren reparieren bzw. sanieren. Von der Gesamtinvestition wurden rund 175.000 Euro für den Kanalbau ausgegeben und rund 700.000 für den Straßenbau. Weitere 100.000 Euro hat die Stadtwerke für die Wasserversorgungsleitungen und Hausanschlüsse investiert.
Die Drifeldstraße, eine Nachbarstraße, ist die Straße, die im kommenden Jahr jetzt halt auf dem Programm steht. Und wir werden im kommenden Jahr auch unser nächstes Ausbauprogramm für die nächsten 5 Jahre beschließen, wo sicherlich auch weitere Straßen in Gerschbach dabei sein werden, um so schrittweise, Schritt für Schritt, diesen Zustand der Straßen, der Infrastruktur, aber auch des Dorfes, des Bildes des Dorfes, der Ortschaft deutlich zu verbessern und auf einen schönen, modernen und lebenswerten Stand zu bringen. Die zukünftig geplanten Maßnahmen seien ein deutliches Zeichen an die Bürgerschaft, dass die Stadt an den Vorort glaube und froh sei, so einen Beitrag für den Ort leisten zu können. Ende Oktober wurde im Rathaus Zweibrücken das neue Jugendferienprogramm für das Jahr 2020 sowie die Online-Anmeldefunktion über die neu gestaltete Internetseite vorgestellt. Wie genau das funktioniert und welche besonderen Aktionen für das kommende Jahr geplant sind, erfahren Sie im Folgenden. Viel Spaß und Unterhaltung mit wertvollen pädagogischen Elementen verspricht das neue Jugendferienprogramm der Stadt Zweibrücken. Wie Bürgermeister Christian Gauff und Nicole Buchholz, Sachgebietshalterin Offene Jugendarbeit Zweibrücken, Ende Oktober erläuterten. Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersgruppen dürfen sich im Jahr 2020 über viele Highlights freuen, wie den Winterspaß oder die Osterfreizeit. Meins ist immer das Zirkusprojekt. Wir haben jetzt aber auch neue Veranstaltungen, das sind vor allem Tagesveranstaltungen. Da haben wir im März zum Beispiel den Selbstbehauptungskurs für Kinder, nennt sich Power Kids. Das ist eine Tagesveranstaltung und da haben wir auch vor, also dieses ist jetzt für Kinder zwischen 6 und 10 Jahre und das möchten wir auch auf andere Altersgruppen noch ausweiten, weil ich einfach Selbstbehauptung total wichtig finde. Papieranmeldungen wird es künftig nicht mehr geben. Stattdessen wird nun die Online-Anmeldefunktion auf der Webseite genutzt. Diese ist besonders klar und übersichtlich gestaltet, um ein einfaches Anmelden zu garantieren. Wenn man Probleme damit hat oder wenn kein Internetzugang zur Verfügung steht, kann man auch persönlich zur Jugendpflege kommen und sich dort anmelden lassen. Unsere Ferienangebote sind immer komplett ausgebucht und deshalb haben wir jetzt auch für nächstes Jahr nochmal um 10 Plätze jeweils aufgestockt. Und wir werden jetzt sehen, am 31.10. startet die Anmeldung. Und da bin ich mal gespannt, was als erstes ausgebucht ist. Vincent David Möchel-Stieß, neuer Mitarbeiter, wird das Team der Verantwortlichen tatkräftig unterstützen, um allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine schöne Zeit möglich zu machen. Bei der Abschlusspressekonferenz des grenzübergreifenden Musikfestivals Euroclassic wurde über das abgeschlossene diesjährige Festival und dessen Publikumserfolg gesprochen, sowie über die kommende Ausgabe im Jahr 2020. Hier das Wichtigste. Das Festival Euroclassic fand während der Festivalzeit von September bis Oktober 2019 statt. Die große Publikumsresonanz in diesem Jahr wurde seit dem Beginn 1990 nur einmal im Jahr 2002 übertroffen. Insgesamt kamen über 10.000 Besucher zu den 27 Veranstaltungen. Diesen Erfolg erklärt Projektleiter Thilo Huble. Dass wir zwei sehr, sehr publikumsintensive und relevante Veranstaltungen hatten. Einmal mit Kool & The Gang, die ja international erfolgreich sind, die alleine 2.500 Besucher generiert haben, und der Klassik Pferdegala, die mit rund 1.000 Besuchern ebenfalls in Zweibrücken ausverkauft war. Auch der Dauerbrenner, die A Cappella Nacht und das Konzert des Euroclassic Festival Orchesters waren wieder ausverkauft. In Zweibrücken, Pirmasens sowie der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land auf rheinland-pfälzischer Seite, Blieskastel im Saarland, der Stadt Bitsch und der Verbandsgemeinde Bitsch in Frankreich fanden Programmpunkte des Festivals statt. In der Regel haben wir ein Gesamtbudget von 300.000 bis 500.000 Euro, was das Festival in der Summe kostet, wobei die einzelnen Veranstalter ja in eigenem wirtschaftlichen Risiko, also die beteiligten Gebietskörperschaften in eigenem wirtschaftlichen Risiko ihre Konzerte veranstalten. Musikalisch und künstlerisch wurden so große und kleinere Konzertformate entwickelt. In diesem Jahr richteten sich die verschiedenen Blickwinkel auf das Thema Heimat bzw. Heimaten. Im nächsten Jahr haben wir künstlerisch das Thema Nordlichter. Also es geht um die nordischen Staaten, Skandinavien, Schweden, Finnland, aber auch Island, Litauen. Also ein sehr umfassendes, ein sehr spannendes Programm. Es gibt insgesamt 8 baltische und nordische Staaten. Mit denen werden wir uns künstlerisch, inhaltlich befassen. Wir werden das aber auch ein Stück weit
das Thema Norden auch ein Stück weit freier interpretieren. Also auch von uns im Südwesten ist Hamburg und Schleswig-Holstein Norden. Und das werden wir auch bei diesem Festival, denke ich, berücksichtigen. Ab dem 30. August 2020, beim Eröffnungskonzert in Zweibrücken, kann man dann sehen, wie das Motto Nordlichter in der nächsten Ausgabe des Festivals Euroklassik künstlerisch und musikalisch umgesetzt wird. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie's gut und tschüss.